Simply the Best. Tina Turner gab dem Duell der Giganten mit ihrem Song das wohl passendste Motto eines spektakulären Abends. Der SCC Berlin empfing vor 8045 Zuschauern den VfB Friedrichshafen, den Serienmeister der Volleyball-Bundesliga. Auch in dieser Saison kamen die Friedrichshafener als Nummer 1 der Tabelle. Nach 22 Spielen, in denen die Gäste in Weiß nur 6 Sätze abgeben und nur eine Niederlage einstecken mussten. Für den SCC die größte Herausforderung der bisherigen Saison und das im letzten Bundesliga-Heimspiel vor den entscheidenden Playoffs. Und auch noch vor einer Rekordkulisse in 37 Jahren Bundesliga. Die Fans haben uns zu Höchstleistungen getrieben. Ohne sie könnte das alles auch ganz anders laufen. Angetrieben von einer tollen Kulisse lief es aber richtig gut für den SCC Berlin. Die Offensive zeigte neben ihrer Qualität auch Spielwitz. Der Gastgeber mit dem 11:10 in einer packenden Anfangsphase gegen das Aushängeschild des deutschen Volleyballs. Mitte des ersten Satzes schafften es die Berliner sogar, sich auf 4 Punkte abzusetzen. Friedrichshafen etwas gehemmt vor toller Kulisse, der SCC dagegen beflügelt das 16:12. Doch Friedrichshafen kam nochmal zurück und wollte den ersten Satz nicht einfach so hergeben. Alex Spirowski geblockt, die Gäste führten 20:21 aus SCC-Sicht. Das Ende des ersten Durchgangs dann ein Duell auf Augenhöhe. Hidalgo Olivas Angriff wird von den Gästen zurückgebracht. Doch Felix Fischer steht bereit und gleich zum 23 beide aus. Kurz darauf hatte der SCC einen Satzball abzuwehren, bis die Berliner bei 26:25 sogar selbst ihren ersten Satzball hatten. Ricardo Galandi, er blockt, Weltklasse. Der SCC geht nach 27:25 1:0 in Sätzen in Führung, die Halle tobt, der SCC wittert die Siegeschance. Wir haben lang gearbeitet, dass wir fit und konzentriert und gut spielen können. Also ich habe gedacht, endlich mal spielen wir, wie wir wollen. Und der Wille schien in der Arena am Prenzlauer Berg Berge zu versetzen. Der SCC wirkte frisch, der SCC wirkte aggressiv und der SCC war effektiv. Das 13:13 in einem zunächst offenen und ausgeglichenen zweiten Durchgang. Die Partie weiter hochklassig und die Berliner legten sogar noch mal zu, als es entscheidend wurde. Der Angriff von Friedrichshafen gerade so abgefangen, der SCC Block sattelfest und stabil an diesem Abend. 22:19 führte der SCC Berlin. Die Führung hielt bis zum Satzball bei 24:20 und der endete per Aufschlagpunkt von Felix Fischer ganz flott. Berlin 2, Friedrichshafen 0. Wir haben seit November nicht so ein Topspiel so gut gespielt und es braucht schon Kraft, das zu machen. Und war auch deswegen nicht überraschend, dass wir das dritte so verloren haben. Denn im dritten Satz zeigte nun Friedrichshafen, welche Qualitäten es besitzt. Der SCC zwar weiter kämpferisch, die Gäste nun aber mit den passenden Antworten. Das 8:12 im dritten Durchgang. Friedrichshafen in dieser Phase nun richtig dominant. Der SCC zwischenzeitlich etwas überrannt. 13:20 aus Sicht der Berliner. Und bei 14:24 hatten die Gäste Satzball. Der SCC vertändelte ihn, Friedrichshafen verwandelte ihn. Typisch für diesen Satz. Der neue Zwischenstand damit 2:1 für den SCC in Sätzen. Wichtig war, und das ist, denke ich, das Bemerkenswerte, dass sie den vierten Satz zurückgeschlagen hat. Das bewerte ich viel mehr und viel höher als die Ruhepause, die sie sich im dritten Satz gegönnt hat. Denn jetzt, als Friedrichshafen noch mal richtig Mut hätte schöpfen können, zeigten die Berliner ihr ganzes Können auf dem Weg zu einem unvergesslichen Sieg. Das Spiel mittlerweile auf allerhöchstem Niveau. Ein Schlagabtausch auf dem Parkett, dem die Zuschauer auf den Rängen merklich bewegt mitfieberten. Der SCC in dieser Situation aber abgebrüht und hochkonzentriert. Korzenewicz und Spirowski sind es, die diesen Ballwechsel ein umjubeltes Ende liefern. 7:6 damit für die Berliner. Der Gastgeber wollte diesen Satz, er wollte die Entscheidung. Mit allen Mitteln und Körperteilen stemmten sich die Charlottenburger gegen einen möglichen Satzausgleich. Friedrichshafen ohne Chance auf direkte Punkte, ganz im Gegenteil. Der Tabellendritte, der SCC, kämpfte den Tabellenersten bis an seine eigenen Grenzen heran. Das 10:6, ein 3:1-Sieg, schien möglich. Die Friedrichshafener rannten diesem Rückstand nun lang hinterher, doch bei 19:18 für den SCC hatten die Gäste die Möglichkeit, in diesem vierten Satz wieder auszugleichen, sich zurückzukämpfen, und das klappte auch, das 19 beide.
Sollte sich diese Partie erst im Tiebreak des fünften Satzes entscheiden? Nein, so die Antwort der an diesem Abend so starken Berliner. Bei 24-21 hatte der SCC Matchball. Auf den Sitzen hielt es jetzt niemanden der über 8000 Zuschauer mehr. Zu Recht, denn der SCC agierte gerade dann souverän und nervenstark, wenn es brenzlig zu werden schien. Und in diesem Moment war es geschafft. Der SCC bietet dem VfB Friedrichshafen, dem Nonplusultra des deutschen Volleyballs, die Stirn. Ein toller 3:1-Erfolg im letzten Heimspiel der Bundesliga-Hauptrunde. Es könnte durchaus die beste geschlossene Mannschaftsleistung der Saison sein. Es war fantastisch und wir müssen nun weiter so gut in diesen so wichtigen Matches spielen. Wichtige Matches warten schließlich auf den SCC Berlin, denn im April beginnen die Playoffs. Und wer eine Mannschaft wie den VfB Friedrichshafen schlagen kann, der darf zumindest auch davon träumen, deutscher Meister zu werden. Der SCC im Gedanken an die bevorstehenden Playoffs. Playoffs ist eine ganz neue Saison und erst nach den Playoffs kommt, wird man Meister. Alles ist möglich. Wir haben ein Top-Team, ein exzellentes Trainerumfeld und den besten Manager Deutschlands. Playoff ist Playoff und die Meisterschaftsspieler sind die haben andere Gesetze. Auf diese Gesetzmäßigkeiten können sich die Berliner schon freuen. Im April starten die Playoffs und spätestens das 3:1 gegen den VfB Friedrichshafen zeigte ja, dass der SCC zu ganz Großem in der Lage ist. Yes, sir.